Sieht auf jeden Fall sehr atemberaubend aus. Muss man ja wenigstens zugeben. So. Ich weiß, es ist total umständlich, was ich hier jetzt gerade mache, aber egal. Uah! Ich habe keine Lust, gegen dich zu kämpfen. Ich mach dich tot. So. Ich finde es immer noch geil mit den Knochen trocken. Richtig asozial. Nochmal den armen Viechern da antut. Die können doch auch nichts dafür. Aber naja. Nicht mein Problem. So. Einmal Herzchen. Ah ja, stimmt. Jetzt kommen wir ja hier über den Shortcut hin. Da ist der Knochen. So. Perfektiberto. Einmal der Knochen. Und dann können wir Katharinchen wieder zurückbringen. Ich verstehe. Hi. Guck mich nicht so an. Das gehört sich nicht. So, weiter geht's. Juhu. Gut, dass wir das schon gelöst haben. Man muss einfach mit den Leuten reden und dann weiß man, wie es weitergeht. Das ist echt super. Attacke. So oft wie wir hier sind, sind wir auch nirgendwo anders, ne? Mal so nebenbei halt mal erwähnt, weißt du? Ach ja, ach ja. Da am. Wie heißt's? An den Brettern. Okay. Wo ist der Knochen? Und noch anmalen. Stimmt, das vergesse ich immer. Hierher. Mamfi. Oh je, da kommt er. Oder sie oder es. Süß. Professor, leben Sie noch? Oh nein, der Professor wurde von diesem riesigen Ding plattgewalzt. Jetzt wird es noch in viel mieserer Stimmung. Jetzt wird er noch in viel mieserer Stimmung sein. Was denkst du? Was redest du denn da? Das war doch mein geliebtes Katharinchen. Werter Mario, danke, dass du sie gefunden hast. Sie ist aus meiner bescheidenen Hütte wohl herausgewachsen, doch ich bin froh, dass sie noch ein letztes Mal zu Besuch gekommen ist. Könntest du mir noch einen Gefallen tun? Sorge dafür, dass sie genug Platz hat und immer schön spielen kann, ja? Und sage ihr, wo sie auch sein mag, dass ich an sie denke. Oh, und ich habe noch ein kleines Dankeschön für dich, weil du so nett warst, mir zu helfen. Folge mir. Oh. Das hört sich gut an. Ja, der Toad, der ist jetzt gerade, glaube ich, mehr als nur verwirrt. Mein Professor ist wieder ganz der Alte. Ich danke dir für alles, Mario. Nö, er ist überhaupt nicht verwirrt, er ist nur... Ja, er ist ein Toad halt, also... Ah ja, wo waren wir? Richtig, ich hatte dir eine kleine Belohnung für all deine Mühe geben wollen. Ein Toad von der Ausgrabungsstelle wollte es schon wegwerfen, aber ich dachte mir, dass du dich vielleicht dafür interessieren könntest. Aber Vorsicht, es ist so spitz wie... Also, etwas, das furchtbar spitz ist. Entschuldigt meine lahme Ausdrucksweise. Ich bin nur ein Altkramologe, keiner von diesen Leuten, die gut mit Wörtern sind. Ah, jetzt hab ich's. Es ist so spitz wie der stachelige Stachel eines Stachis. Ah, damit fügt sich jetzt das ganze Bild zusammen. Oh, Gott sei Dank. Und ich habe schon gedacht, ich habe irgendwas kaputt gemacht jetzt in dem ganzen Spiel. Wer weiß, es gibt Dinge, die man nicht immer sieht als Entwickler. Da kann man schon mal... was übersehen. Und bei meiner großen Eile da mit dem Hauptsache-Truffhauen. Naja. Ne? Aber gut, dass wir das gelöst haben. Oh, puh. Ich habe echt gedacht, ich hätte jetzt irgendwas kaputt gemacht. Aber es soll alles so sein, wie es sein soll. Das ist schön. Vor allem, dass man das jetzt weiß. Gut.
Dann öffnen wir mal dieses Tor. Was auch immer da auf uns wartet. Ich habe irgendwie das Gefühl... Ja, also irgendwie... Ob vielleicht der Stachel, den der Professor uns gegeben hat, in dieses Loch hineinpasst? Probier es doch einfach aus. Spitzer Stachel. Lob. Aha. Sesam, öffne dich. Dieser stachelig wirkende Stachel, der wie der stachelige Stachel eines Stachis aussah, war also wirklich ein Stachistachel. Pfarrstern, wir kommen. Okidoki. Attacke. So, was erwartet uns hier? Mehr ausfüllbare Dinge. Und ein Kampf. So. Okay, wir haben hier einen Hammer. Wir haben hier noch einen Hammer. Ich glaube, das reicht. Komm doch, spring. Ich bin doch nicht bescheuert. So, einmal und zweimal. Ah, den anderen kriegt man nicht, schade. Der würde überleben. Egal, komm her. Hehe. Gerade noch so. Das hätte auch in die Hose gehen können. So. Was habe ich denn jetzt gemacht? Lass meinen Hammer in Ruhe. Es ist immer noch schade, dass ich euch nicht zeigen kann, was ich hier gerade durchziehe, aber egal. Okay. Angriff. Scheiße. Ich habe meinen Hammer verloren. Ah. Was ist denn heute los? Rätseltechnisch bin ich... Ne, ich bin eigentlich total aus der Form. Ich darf nicht so lange Pausen von diesem Spiel machen, sonst roste ich ein. Jetzt habe ich dich. Tschüss, Kollege. So. Oh, ja. Eine Spike. Eine Spike-Karte. So, erwartet. Schön, ich bin... Ich musste gerade ans Handy. So, jetzt. Musste kurz was schreiben. Huch, falsche Taste. Viel zu verwirrt. Kann ich das anmalen? Ja. Guck mal, eine Flamme. Und ich krieg ganz viele Feuerblumen dafür. Das ist ja sehr nett. So. Das ist also der Stachi-Tempel. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Warum haben die einen eigenen Tempel? So viel. Also. Nichts gegen die Stachis, aber. So toll sind die jetzt auch nicht. Das war jetzt schon mies, ja. Das war unterste Gürtellinie. Tut mir leid. Aber es ist doch so. Oh. Ein Powblock. Ein Powblock. Nennen Sie mal Po, weil es Spaß macht. Auch nicht schlecht. Hoch, du Heilige! Oh! Wer rechnet denn mit sowas? Ich habe den Stern schon gesehen, aber... Oh! Junge! Erschreckt mich doch nicht so. So, das habt ihr jetzt davon. Na gut, dann habe ich den Feuerhammer halt umsonst genutzt, aber egal. Woher sollte ich das denn wissen? Oh Gott. So. Oh, nice. Los, Angriff, ihr Stachis. Kommt, zeigt, was ihr könnt. Yeah. Das war episch. So, jetzt kümmere ich mich um den Kollegen, solange er noch da umgekippt ist. Gut. Was machen wir mit euch? Ich würde sagen, wir fackeln euch einfach ab. So, ganz einfach. Machen wir dann lange rum.
Wir bringen den Müll raus. Und tschüss. Mensch, wir haben fast 10.000 Münzen, wenn wir so weitermachen. Und unser Hammer erweitert sich wieder. Juhu. Siehst du, es lohnt sich tatsächlich, diese Kämpfe zu bestreiten. 280, das ist viel. Also wenn man überlegt, wir haben mit 100 angefangen. Und da waren wir wirklich dauernd knapp bei Kasse. Und jetzt... Ja, also für die Kämpfe ist es super. Vor allem für die Bosskämpfe, wenn wir so viel Vorrat haben. Das ist super. So, ich habe doch einen normalen Hammer. Wenn ich den einfärbe, wird das doch bestimmt langen. Sogar mit einem Super. Ich gebe zu, das Timing war jetzt diesmal mega doof, aber egal. So. Gut. Da ist noch eine Kiste. Farbtechnisch sind wir voll. So. Lass mich mal schön da an den Zaun. Der lässt mich sogar in Ruhe. Der da wahrscheinlich nicht, ne? Nö. Der wollte mich angreifen. Ich hab's genau gesehen. Nee. Weißt du, das ist es mir nicht wert. Also, na, jetzt geht doch da hoch. Man muss nicht immer die ganze Zeit hier Krieg anfangen. Das habe ich nicht nötig. Oh! Hindernisparcours. Oh, jetzt hat es mich erwischt. Okay. Na du? Nö. Trisch mich nicht, trisch mich nicht. Blöde Eierschale. Warum wie viele Powerblocks bekommen wir hier? Alles wahrscheinlich wegen den Stachis, dass wir die umdrehen könnten. Aber ich habe genug Hämmer. Beziehungsweise bald nicht mehr, wenn es so weitergeht. Ach so. Ah, warte. Ich bin brutal. So. Ich dachte schon gerade, jetzt bin ich tot, aber sowas können sie ja nicht mit mir anstellen hier. Das geht doch nicht. Gut. Ganz viele Kacheln, die ausgefärbt worden sind. Und noch mehr Powerblocks. So, da komme ich noch nicht hin. Aber da komme ich hin. Ein K.O.-Hammer. So, ich tue dich erstmal anmalen. Das ist immer eine gute Idee. Ja, ne? Was mache ich mit dir? Du bist nur ein Einzelner. Da möchte ich nicht wirklich was Großartiges verschwenden, aber ich habe keine andere Wahl. Doch, hier ist so ein K.O.-Hammer. So. Der wird ja hoffentlich reichen. Ich dachte schon. Ich wollte gerade sagen, der Typ hat es überlebt, aber den hat es einfach nur gegen die Wand geklatscht. So. Lass mich in Ruhe. Ich quetsch dich jetzt zusammen. Bam, 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 bam. Die armen Stachis. Vor allem, das ist denen ihr Tempel und ich tue die gerade einfach ausrotten. So. Damit kommen wir wieder da hoch. Wir sind voll an Leben. Dann kommt nochmal ein Eisensprung. Das ist Gold wert hier in dem Tempel. Ist auch nicht schlecht. Ich tue diese Vase orange anmalen. Und wenn ich sie fertig habe, kann ich nochmal orange eine Farbe von dort bekommen. Was macht der Goomba da? Ah, der faltet sich. Ein Papier. Nein! Oh, nein! Komme ich da noch hin? Ach, scheiße. Warte, aber die Kiste sollte wieder da sein, wenn ich zurückkomme. Ich bin viel zu voreilig für dieses Spiel. Wahrscheinlich ist da hinten auch noch irgendwelche Fläche, die ich hätte anmalen müssen. Ah, jetzt sag mir doch nicht, dass die... Ach, nö. Toll. Das sieht total bescheuert aus. Na gut, dann lassen wir es halt. Oh, was? Der ist aggressiv. Der mag mich nicht. Hast du was gegen Klempner, du Scheißrassist?
Krieg Steine mit meinem Feuerhammer auf die Möhre. So. Den einen verbrutzelt, den anderen weggeschleudert. So wie sie es gehört hier. Gut. Da hinten ist ein Speicherblock. Würde ich mal sagen, ist das das nächste Ziel, was wir ansteuern. Ja, ja, ja. Das war unüberlegt, das gebe ich gerne zu. Denn so geht's auch. So, kümmern wir uns erstmal um den Spikey da oben. Damit er uns nicht ärgert, wenn wir jetzt darüber laufen wollen. Und dann probiere ich mal eine Karte aus. Erstmal sortieren. So. Wir haben ganz viele abgenutzte Hammer mal 3. Da benutze ich jetzt mal einen und sicherheitshalber auch einen Eisensprung. Falls wir nicht alle schaffen und vielleicht der letzte Stachy da hinten übrig bleibt. So. Siehst du? Gerade das Szenario, was ich mir überlegt habe. Ta-ta-ta-ta. Yay. Gut. Ah, was mache ich denn? Gib mir den Hammer. Gib mir den Hammer. Ich will den Hammer. Gut. Okay, der Stachy, der läuft mit unserem Schutzpappe-Gedöns da umher. Das heißt, wir müssen drauf balancieren. Oh. Ach, guck mal, der macht es extra langsam. Wahrscheinlich, weil es jetzt schwieriger ist. Weil wir ja so ein fetter Klempner sind. Der ein bisschen mehr wiegt. So. Hi, Gumba. Lass mich raten. Spike und Stachy und du machst dich zu so einem Papierflieger. Na, wenn es dir Spaß macht, möchte ich dich natürlich nicht davon abhalten. Was habe ich denn da hinten? Ich habe doch bestimmt noch eine Feuerblume. Die sollte ja ausreichen, wenn ich das gut time. Einmal, zweimal, dreimal und viermal. Damit der Kollege hier auch nochmal eine draufkriegt. So. Nochmal einen. Perfekt. Jetzt ist der gerade abgehauen, als ich hier war. Ah, da müssen wir halt warten. Und sonst so, wie geht's euch? Mir geht's gut. Ich hänge hier nur so ein bisschen ab auf der Säule. So. Jetzt wird's ein bisschen schwieriger. Ich sehe nämlich das nicht, ob ich jetzt wirklich drauf bin oder nicht. Weil nicht, dass ich zu weit laufe. Und der Spike, der muss auf jeden Fall weg, weil ich sehe ihn jetzt schon als Nervensäge. Nein! Oh, was mache ich denn? Ich bin so ein Idiot. Mm. Mario, komm kurz durch die Scheibe da, durch die Bildschirmscheibe und hau mich. Für meine Dummheit. Es war einfach nur, ich habe gedacht, ah, ich kann... Oh Gott, ich kann es ein bisschen abkürzen, weil ich so ungeduldig bin. Und ja... Mach mir dann erstmal den Popo kaputt. Den Papierpopo. So, bin ich jetzt gleich da? Jetzt bin ich aber da. Oh, auch gerade noch so. Hi, Spike. Zwei Spikes. Warum nicht? Dann probieren wir den hier mal aus. Und sicherheitshalber würde ich sagen, auch noch einen Sprung. Mal gucken, ob das was bringt. Wir haben so viele Powerblocks, ich möchte jetzt einfach mal ausprobieren. Ja, wow. Ich habe das Timing nicht gut bekommen. Also ich muss natürlich immer A drücken, wenn ich dagegen springe. Der ist zerknittert, der kann nichts machen. Na, ich glaube nicht, dass ein abgenutzter reicht. Ich nehme den normalen. So. Angriff. Ja. Trotzdem ein Perfekt-Bonus, ne? Das ist auch nicht schlecht. So, jetzt, jetzt muss ich wieder auf den warten.
Das Taxi haut immer ab, gerade wenn ich da bin. Das ist voll unfair. Ach, da kommt er ja schon wieder. Als ob er mich gehört hätte. Lieber Freund hier aus Stachy. So. Guck mal, die Münze kommt sogar mit. Das ist ja cool. Einmal noch, bitte. Danke. Ah, der Spike, ich sehe dich, ich sehe dich. Upp. Nix da. Hi. Ich hüpfe mal auf deinen bescheidenen Kopf, weil ich da Spaß dran habe. Und ich ein frecher Kerl bin. So, der eine wird ja wohl kein Problem sein. Aber ich benutze jetzt auch mal ein paar Sprünge, weil die Hämmer braucht man hier, glaube ich, öfters als die Sprünge. Und ich habe kaum noch welche. Ich glaube, ich muss demnächst mal wieder ein bisschen Vorrat sammeln. An Hämmern. Ich meine, ja, ich bekomme ganz viele andere Karten, aber Hammer irgendwie nicht so viele. So, einmal speichern. Zweimal speichern. So,